herzlich willkommen beim Bullbar Festival in diesem wunderschönen Ambiente, also noch von der Adapterbühne. Ja. Wie fühlt sich's denn wieder an vor Live-Publikum? Freut man sich? Ja, es ist irgendwie mysteriös noch immer ein bisschen. Es ist ein bisschen alienhaft. Also wir haben beim Fernsehen immer ohne Publikum gearbeitet und auftreten ja gar nicht dann so ewig. Und jetzt gab es dann mal irgendwie einen ersten Auftritt, das war irgendwie eigenartig. Ich glaube, der letzte reguläre war dann in Vorarlberg, glaube ich sogar, im Spielboden, wo die Leute dann so mit Masken, glaube ich, saßen. Das war alles freakig halt. Es ist so ein bisschen wie eine große Freakshow. Aber so langsam muss man sich ja wieder an seinen Beruf gewöhnen. Okay, ja. Erfahrung hat man ja. Erfahrung hat man, aber ohne Corona halt. Ja, okay. Ja. Wenn wir gerade vom Beruf reden, 508 Sendungen Willkommen in Österreich, mit dem kongenialen Partner, der heute leider unpässlich ist. Wie schafft man das, so lange einander auszuhalten? Oder wie leidet da eine berufliche oder eine private Beziehung darunter? Also ich weiß nicht, ob du Großtanten oder Großonkels oder Omas, Opas hast, die kannst du ja auch nicht austauschen. Das heißt, das geht ihm genauso mit mir, so wie mir mit ihm. Ich finde immer, dass sich die Frage gar nicht so stellt, weil man arbeitet halt einfach so. Man macht halt irgendwas und das ist halt ja die Arbeit. Und dann versteht man sich halt mal besser und mal schlechter. Und früher sind wir halt noch zusammen auf Urlaub gefahren, aber inzwischen sind wir für uns beide dankenswerterweise nicht mehr in der Situation, dass wir zusammen auf Urlaub fahren. Wir haben uns einfach uroft gesehen in den letzten 1000 Jahren und die nächsten 1000 Jahre wollen wir ein bisschen uns voneinander auch mal trennen dürfen. Okay, ja. Mit dem Clubhouse haben wir auch in Vorarlberg eine kleine Tonight-Show aus dem Boden. Ja, hat man in Wien schon, ich habe schon davon gehört. Okay, ja, sehr gut, das freut mich. Ich habe auch das Vergnügen, mit einem deutschen Partner zu arbeiten. Vielleicht können Sie mir da einen Tipp geben zwischen diesem österreichisch-deutschen Bauverständnis. Ich glaube, der Tipp ist der, dass du ihm nicht vorwerfst, wenn er irgendwas falsch versteht. Dass du halt möglichst liberal ihm gegenüber bist und er möglichst interessiert an dir. Okay. Ich glaube, das reicht dann schon. Mhm. Und wenn ihr beide, weil es ist ja so, dass Humor zum Beispiel oder Unterhaltung ohne Nationalitäten eigentlich auskommt. Das heißt, wenn ihr beide ein ähnliches Verständnis von Humor habt, dann müsste das funktionieren können. Mhm. Wie unterscheidet sich denn der österreichische vom deutschen Humor? Das ist doch ein bisschen es unterscheidet sich vor allem mal ein Humor, über den man lacht, von einem, über den man nicht lachen kann. Dann ist mir erstmal per se wurscht, wo der herkommt, der Humor. Also noch immer ist meine liebste Humorszene. Ich glaube, ein englischer Komiker ist ein Video, das ich mal gesehen habe. Da siehst du vorne so ein Loch von einer Baustelle. Und ewig weit, ganz entfernt, den Typen Zeitung lesend auf das Loch zugehen. Das geht 5 Minuten, unerträglich lang. Und du denkst die ganze Zeit, das kann es ja nicht sein, irgendwas wird jetzt anderes, was anderes passieren, als man erwartet. Dann passiert aber genau das, er fällt halt in das Loch aus. Und das ist so super, das ist mir völlig blunzen, wo der herkommt. Ich finde das aber einen sehr, sehr guten Sketch. Okay, ihr prägt die österreichische oder auch deutschsprachige Szene jetzt schon lange, also 30 Jahre knapp. Was glaubst du, was macht denn das Geheimnis eures Erfolges aus? Ich würde sagen, dass es am Anfang war das, glaube ich, so die Bedingung, dass man irgendwas gemacht hat, was alle anderen eigentlich nicht als kompatibel empfunden haben. Also viele haben uns immer gesagt, was soll denn das sein, was ihr da macht? Und wir haben aber das gemacht und machen dürfen halt. Und haben so gar keinen Wert darauf gelegt, was uns Leute an Tipps gegeben haben. Ich glaube, das ist immer ganz gut, dass man so irgendwas macht halt, ist scheißegal, ob Leute das gut finden oder nicht, man macht es halt. Und wenn sie es nie gut finden, dann hört man irgendwann auf und wenn sie es irgendwann gut finden, dann macht man es weiter. Jetzt gibt es auch gerade in letzter Zeit immer wieder diese Debatten, wie weit darf man gehen, Humor, Satire, wo hört es auf? Worüber macht ihr keine Witze? Gibt es da Grenze oder ist das die absolute Kunstfreiheit? Also grundsätzlich muss es möglich sein, über alles Witze zu machen, glaube ich. Wenn aber großes persönliches Leid dahinter steht, dann ist es nicht notwendig, dass man auch noch einen Witz drüber macht. Es sei denn, der Witz ist so gut, dass das für denjenigen heilsam ist. Okay, ja. Und das ist aber sehr schwer zu machen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mal den Chaim Eisenberg bei uns in der Sendung, der Oberrabbi von Wien, den alten legendären. Den haben wir gefragt, darf man Judenwitze machen? Hat er gesagt,
Ja, aber die müssen schon eben sehr gut sein. Und da hat er gesagt, das können die meisten halt nicht. Mhm. Darum. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz richtig. Also man muss nicht über alles Witze machen. Es gibt Sachen, da merkst du selber, auch je älter du wirst, das lohnt sich nicht, auf Kosten von Menschen irgendwelche Witze zu machen. Mhm. Seid ihr selber da auch schon an die Grenzen gestoßen, beziehungsweise bereust einen Witz, der du einmal gemacht hast? Ja, klar. Also ich kann mich erinnern an einen Auftritt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gab mal so ein Bergwerksunglück in Lassing. Und da war so einer ewig lang verschüttet. Und wir sind irgendwo aufgetreten und ich wusste nicht genau, wo wir sind gerade, irgendwo in der Steiermark war man. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, der reichste Mensch des Landes ist dieser Typ, weil der jetzt seine Überstundenabrechnung gemacht hat. Und dann kam nach dem Auftritt eine junge Frau zu mir und hat gesagt, das war nicht lustig, das war mein Onkel und wir hatten alle Todesangst um ihn. Und dann habe ich mich sehr entschuldigt bei ihr und fand auch, dass mein Witz total deplatziert war. Ihr habt es dann ja auch, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war das Thema, wo der Jörg Haider verunglückt ist. Das sorgt ja auch für Schlagzeilen. Ja. Inwiefern sind eure Anwälte da auf Trab gehalten? Wie oft seid ihr denn schon verklagt worden? Oder? Aber wir sind gar nicht so oft verklagt worden. Also damals sind wir verklagt worden. Und dann hatten wir auch Berufsverbot eine Zeit lang. Da waren wir suspendiert, hieß das. Und wir mussten uns tatsächlich einen Anwalt nehmen, weil der Justizminister von der FPÖ und der hat gegen uns ermitteln lassen wegen Aufruf zum Mord. Das war 2000 allerdings schon. Weil wir irgendwie in einem Interview gesagt haben, den Haider kannst du nur stoppen, wenn ihn irgendjemand erschießt. Und dann haben die so getan, als sei das jetzt ein Aufruf zum Mord. Und da war das ein bisschen heikel, da ging es so ein paar Monate lang irgendwie, war das schwierig. Und als der Haider gestorben ist, da haben wir halt nur so Drohungen bekommen, aber da braucht man gar keine Anwälte. Das ging so. Entwickelt sind wir eine Zeit lang nicht in Kärnten aufgetreten. Vielleicht auch. Aber entschuldige, das war das, was mir gerade einfällt. Ja. Das Lustige war dann, dass bei unserem allerersten Auftritt in Kärnten dann wieder, da hat dann Christophs Vater, glaube ich, beim damaligen Landeshauptmann angerufen und gesagt, jetzt kommt mein Sohn nach Kärnten und es gibt Morddrohungen gegen ihn. Und unsere Agentur hat verlangt, dass dort Bodyguards sind. Und die hatten aber selbst auch schon Bodyguards. Und wir hatten zwei Bodyguards mit. Das heißt, jetzt waren wir da, Christoph und ich, in der Uni in Klagenfurt. Und da waren irgendwie 10 Bodyguards und in der ersten Reihe 2 Leute von der Mordkommission. Und nichts ist passiert. Und das war uns durchgehend so peinlich allen gegenüber. Wir haben fast gehofft, dass irgendwas geschieht, damit das nicht alles so sinnlos ist. Aber nichts passiert. Okay, ja. Und ein trockenes Publikum halt in dem Fall, in der ersten Reihe zumindest. Ja, genau. genau. Okay, Stichwort Politik. Da habt ihr ja, ich glaube, gerade in letzter Zeit und halt auch immer wieder ein sehr breites Spektrum in Österreich. Wie findet ihr die, wie küsst euch die Muse quasi? Oder? Was Politik betrifft? Ja. Na, in Wahrheit ist es so, dass wir dadurch, dass wir jede Woche irgendwas machen müssen, muss immer man ja irgendwas tun. Ich finde es oft schon ein bisschen fad, ehrlich gesagt. Und wenn man zum 500. Mal sagt, dass Kicke sehr klein ist, dann langweilt einen das selber auch schon. Also es gibt so mich als den, der diese Sendung macht und dann gibt es mich als den, der in Österreich lebt und natürlich will, dass die Welt besser ist als die, aus der ich komme. Weil es ist ja meine Wahlheimat, darum will ich immer, dass Österreich 1000-mal besser ist als Deutschland. Darum ärgert mich das dann als Bürger von Österreich. Noch dazu bin ich ein Bürger, der nur Pflichten hat, aber keine Rechte. Ich darf nie wählen. Das heißt, geduldet. Ich bin geduldet. Darf Steuern zahlen, bezahle dann mit die Wahlplakate, auf die ich dann schaue, wo dann die FPÖ irgendwas fordert, wo ich mir denke, ach echt, und mit meinem Geld macht sie sowas, na gut. Ich würde halt gern mit abstimmen, das darf ich nicht. Und für die Sendung ist es natürlich gut, immer wenn irgendwas passiert. Also das ist. Dann sind die Leute aufgeregt und warten dann irgendwie, wie wir damit umgehen. Und das verstehe ich schon, dass das dann unser Job ist. Habt ihr da irgendwelche Vorgaben auch von Seiten von euren Arbeitgebern, dass es da auch vom ORF? Ja. Wir haben das große Glück, dass ein alter Freund von uns, den wir schon 1000 Jahre kennen, ist unser ORF-Redakteur. Das heißt, der ist Teil unseres kleinen Teams. Er verdient weniger als wir, weil er ORF-Gelder kriegt und wir ja von außerhalb bezahlt werden. Aber er sieht sich als Teil des Teams, auch wenn er das immer in Abrede stellt. Er sagt immer, er ist nicht Teil unseres Teams, aber er ist es.
Das heißt, wir sind da immer ganz dicht. Wir außerdem sind wir beim ORF so lange schon. Wir wissen ja, was man nicht machen darf. Und wir dürfen, in Wahrheit dürfen wir alles machen. Dafür ist es sehr enttäuschend, was wir machen, dass wir so wenig machen. Aber wir dürfen eigentlich alles machen. Okay, ja. Vielleicht auch... Das ist der Vorteil, wenn man nicht bei Servus TV arbeitet, wo man gar nichts machen darf. Oder halt in die andere Richtung inzwischen. In die andere Richtung, ja, genau. Genau. Aber wenn dann irgendwas, wenn sie geschiss mit dir umgehen, kannst du dort nicht zum Betriebsrat gehen, weil es den ja nicht gibt. Den gibt es nicht, das stimmt ja allerdings. Vielleicht Stichwort Servus TV. Wie ist es euch während der Corona-Krise ergangen und gerade auch, wenn man die Medien betrachtet? Was geht da in einem vor? Meinst du als Betroffener, als jemand, der auch in dieser Epidemie lebt oder als Medienmensch? Oder? Sowohl als auch vielleicht von der Berichterstattung. Es wird ja gerade den Medien oft vorgeworfen, Systemmedien und die Pandemie und diese Gespaltenheit. Und ich fand, dass es halt natürlich klarerweise zu viel Information gab. Also für Leute wie uns, die wir keine Epidemiologen sind. Fand ich zu viel, aber auf der anderen Seite gab es halt, glaube ich, immer so ein paar seriöse Leute, denen du vertrauen konntest und auf die wenigen habe ich mich dann halt gestürzt und habe das gelesen oder mir angeschaut. Okay, ja. Vielleicht noch abschließende Frage. Im Interview im Pulver Magazin hast du gesagt, es wird keine tausendste Sendung für Willkommen in Österreich geben. Wie sieht es denn generell mit der Zukunftsplanung von Stermann Grissemann aus? Was sind da eure Pläne? Ja. Wir sind jetzt schon in einem Alter und leben so ungesund, dass man ja nicht weiß, ob ich dieses Interview noch überlebe. Insofern traue ich mir nicht, da große Perspektiven aufzuzeigen. Ich glaube, die Sendung machen wir jetzt. Der Vertrag ist jetzt nochmal 2 Jahre verlängert worden. Also das wird mal 2 Jahre noch weitergehen. Ein neues Bühnenprogramm wird es jetzt mal nicht geben, weil Christoph nicht mehr mag. Mhm. Und ich habe halt so in den letzten Jahren, was für mich super ist, ich schreibe halt viel irgendwie. Auch Kolumnen? Kolumnen und Romane. Mhm. Und das ist so herrlich, weil ich da alleine bin. Da brauche ich ihn nicht dafür. Das heißt, da bin ich nur von meiner eigenen Stimmung, schlechten Stimmung abhängig und von seiner schlechten auch noch. Das kann ich ja machen, das kann ich ja im Spital noch machen. Nach einer schweren Operation kann ich ja trotzdem noch zumindest eine Kolumne schreiben. Ich sage vielen lieben Dank. Dankeschön. Wünsche weiterhin viele erfolgreiche Shows und danke. Ich freue mich jetzt auf die Show, die bald in der Poolbar stattfindet. Ja, vielen Dank. Super. Alles Gute. Dankeschön.